Hallo und Servus zusammen. Heute ein neues Video von uns. Dieses Mal waren wir im Vitalcamp Bayerbach, das in etwa 45 Kilometer Entfernung von Passau liegt, in der Nähe von Bad Birnbach, in der Nähe des Arthurhofs, den ich euch schon mal separat vorgestellt habe. Hier jetzt abgefahren, die B388, die wir kamen vom Pfarrkirchen her, sehen wir jetzt die lange Zufahrtsstraße, zu der wir jetzt gleich rechts nach dem Volleyballfeld, das ihr jetzt seht, dieses Beachvolleyballfeld, abbiegen werden und somit direkt auf der Hauptzufahrtsstraße zum Vitalcamp sind, beziehungsweise auch dann vor der Rezeption landen, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Und bereits hier könnt ihr jetzt feststellen, dass sowohl die Zufahrt von der B388 kommend, als auch hier jetzt die eigentliche Platzzufahrt sehr breit ist und man auch Platz hat, da mit einem großen Wohnmobil, mit einem großen Gespann da wirklich reinzufahren. Auf der rechten Seite hinter dem Zaun befindet sich das eben schon erwähnte Beachvolleyballfeld, ist aber noch nicht ganz fertig, kommen wir nachher näher noch dazu. Hier im oberen Bereich auf der rechten Seite die blumenbepflanzten Balkone, die ihr hier seht, das sind Wohnungen, die ihr noch anbieten könnt, also Ferienwohnungen. Und hier habt ihr auch diverse Stellplätze, dass ihr eure PKWs abstellen könnt, solltet ihr nicht mit eigenem Wohnwagen oder Wohnmobil kommen. Jetzt befinden wir uns vor der Rezeption, die ihr hier sehen könnt, dieser Holzanbau, dieses Holzhäuschen. Sehr nett gestaltet, auch ganz viele Informationen drin zu holen und das Personal war wirklich stets freundlich und bemüht uns gegenüber. Und da im hinteren Bereich hinter dem Radlständer, die weiße Wand nach rechts hinter der Holzhütte rein, geht es in den Wellnessbereich, den möchte ich euch aber später noch zeigen. Jetzt zur Ankunft, ihr kommt quasi an der Rezeption vorbei, bleibt bitte nicht mit eurem Wohnmobil stehen, sondern fahrt hier, wie ihr seht, auf dem Anreiseplatz. Auf der linken Seite eben, was wir jetzt sehen können, riesengroße Stellplätze, da könnt ihr ganz locker mit eurem Wohnmobil, mit eurem Wohnwagen stehen bleiben, in aller Ruhe. Könnt aussteigen, könnt zur Rezeption gehen, könnt euch dort anmelden. Also wir persönlich fanden das total klasse. Die Schranke geradeaus nie zugeparkt, vor der Rezeption nichts zugeparkt, sondern jeder seinen Platz und keiner steht dem anderen im Weg und hat Zeit. Hier rechts die silberne Versorgungsstation, die ihr seht, habt ihr die Möglichkeit Wasser zu zapfen und die Chemietoilette zu entsorgen. Und wie man jetzt hier auch wunderbar erkennen kann, sollten diese ganzen Parkplätze da links einfach irgendwann einmal voll belegt sein. Dann kann man durchaus rundum fahren und muss mit seinem Gespann nirgends umdrehen. Ebenso kann man, wenn die vorderen Plätze jetzt, wie man hier sehen kann, wenn die mal voll sein sollten, kann man nochmal rechts um das Holzgebäude, das ist quasi dieses Wirtschaftsgebäude, wo man auch Abfall entsorgt, sehen wir gleich noch, eben drum rumfahren und hat hier, wo das Blei-Outlet steht, nochmal diverse Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder Gespanne. Und auch hier sieht man ganz klar Rundweg. Also selbst wenn es auch hier voll ist, braucht man nicht Angst haben, irgendwie umdrehen zu müssen. Klappt wunderbar. Ja, und jetzt fahren wir auch schon wieder raus aus dem Bereich. Auf der linken Seite seht ihr vorher noch die Müllentladestation, also auch wieder Papier, Restmüll, Altglas, alles vorhanden. Und wir fahren geradeaus zu auf die Schranke. Und hier werfen wir jetzt quasi nochmal einen Blick rechts auf die Rezeption bzw. Rezeptionsgebäude mit den darüber liegenden Ferienwohnungen. Die gerade eben erwähnte Schranke vor uns hat eine Kennzeichenerkennung, funktioniert beim Auto wunderbar. Jetzt hier mit dem E-Scooter geht es logischerweise nicht. Kann aber daneben den Fußgängerweg, den ihr gerade seht, eben durchschieben oder durchradeln oder wie auch immer. Hier geradeaus, wenn wir gerade beim Thema Radeln sind, könnt ihr sogar euer Elektrobike laden. Also an dem Fahrradständer waren 4 Schoko-Steckdosen dran. Jetzt eben über die Schranke hier in den Platz reingefahren. Mit dem PKW habt ihr hier die Möglichkeit, eben kurz euch zu orientieren. Zeige euch dann gleich noch auf dem Platzplan. Vorab jetzt hier rechts Spielplatz für Kinder, Riesenbolzplatz, dahinter Tischtennisplatten, die drei Badeseen sehen wir dann noch im Detail und der Beachvolleyballplatz. Die Straße, die ihr jetzt vorne seht, die wir hier quasi jetzt gerade nach oben fahren, ist die Hauptverkehrsader, die von unten nach oben sich durch den Campingplatz erstreckt, was ihr aber gleich auf dem Platzplan nochmal sehen werdet. Zuvor biegen wir hier nochmal links ab zum Stodel, zum Huckenhammer Stodel. Wunderbare Gastronomie, also wir waren dort essen, war wirklich sehr klasse, war kostengünstig, ist innen drin auch ja, einfach total urig ausgestattet, richtig coole bayerische Wirtschaft. Wir waren im Biergarten gesessen, war einfach klasse, Wurstsalat gegessen. Ich hatte den Burger, der war ziemlich klasse, also man muss wirklich sagen, vom Essen brauchen Sie sich nicht verstecken. Ja, und jetzt fahren wir auch schon wieder zurück auf diese eben Hauptverkehrsstraße. Man sieht jetzt hier rechts auf dem Plan, man befindet sich unten in der Mitte, dort wo ihr den roten Kreis erkennen könnt. Wir fahren jetzt bergauf, der Platz hat von der Rezeption bis zur Kapelle, die wir dann noch sehen, am obersten Punkt einen Höhenunterschied von 40 Metern, was ja, den E-Scooter ganz schön in die Knie gezwungen hat, also der hat
sich da relativ anstrengen müssen. Auch denke ich, wenn man mit dem Fahrrad nach oben fahren muss, anstrengend. Also man hat natürlich ein E-Bike. Jetzt biegen wir einfach mal links hier in einen freien Bereich ab, uns die Parzellen ein bisschen genauer anzuschauen. Man sieht, der Untergrund ist relativ viel Schotter, ein bisschen gepaart mit Rasen. Und was auch ziemlich nice ist, ist hier die Versorgungsstationen. Man sieht immer rechts der Platz 224, links 223 haben einen eigenen Wasseranschluss. Und rechts die Klappe ist eine Chemietoilette und direkt dahinter, also auf der Rückseite dieser Station jetzt, befindet sich der Stromanschluss für den Platz. Die Straßen selber gehen von der Hauptverkehrsstraße, die ihr gerade gesehen habt, von unten nach oben, immer rechts und links weg, haben dann alles Tiernamen, wie man jetzt hier erkennen kann, zum Beispiel Schwanenweg, Bienenweg, Eulenweg. Ja, könnt ihr euch dann, wenn ihr jetzt den Platz so in dem Video seht, einfach dann ein bisschen orientieren dran. Jetzt gegenüber, auch wenn ihr mal reingefahren, sieht man auf der rechten Seite unten das Gebäude, das ist Sanitärgebäude, das schauen wir uns dann auch im Detail an. Aber auch hier, im Vergleich zu dem Schwanenweg auf der anderen Seite, wo wir gerade waren, haben wir jetzt hier rechts und links Parkmöglichkeiten, also da könnt ihr auch mit Freunden mal gegenüberstehen. Zu dem Zeitpunkt, dass wir da waren, war relativ wenig los. Eher dem geschuldet aber, dass aktuell eben keine Ferien waren, als wir dort waren. Die Damen an der Rezeption haben uns bestätigt, dass der Platz eigentlich normalerweise gerade so Ferienzeiten richtig voll ist. Vom Schwanenweg jetzt raus, eben hier links rein, das ist jetzt der Fuchspfad, da stehen diese ganzen Tiny Häuser. Ja, auch sehr nice. Also wir waren jetzt in keinem drin, aber alleine das vom Äußerlichen her, das Ambiente gefällt uns eigentlich ziemlich gut. Brauchen wir jetzt nicht, da wir einen eigenen Wohnwagen haben, aber sollte jemand wirklich da unten Urlaub machen wollen und das Vitalcamp bietet wirklich sehr viel im Bereich Wellness und Ausflugsmöglichkeiten, was ja, gerade Radfahren und Wandern und ja auch Passau ist nicht weit weg. Was das betrifft, bietet der Platz wie gesagt eigentlich sehr, sehr viel. Jetzt am Ende des Fuchspfad angekommen, fahren wir nochmal nach rechts den Platz, natürlich bis ganz nach oben, das wollen wir uns auch noch anschauen. Eben auch noch ein Sanitärgebäude, das wir noch sehen wollen. Und ja, diverse Stellplätze, die ich euch noch zeigen möchte. Hier jetzt auf der rechten Seite und auf der linken Seite sind immer wieder diverse Plätze von Dauercampern besiedelt, die, ja, ich denke, einfach auch die gute Aussicht nutzen möchten, weil man ist jetzt hier mittlerweile auf einer Höhe von ungefähr 30 Metern über oder im Vergleich zu der Rezeption eben. Ansonsten, jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite das Sanitärgebäude 1, das schauen wir uns dann nochmal im Detail an. Zuvor möchte ich aber jetzt euch mit euch nach oben zu der Kapelle, die ihr jetzt schon im Hintergrund seht, die wirklich auch sehr schön gemacht ist. Ja, und jetzt sind wir oben angekommen. Die ganzen Häuschen, die ihr hier seht, nennt sich das Vitaldorf. Das sind quasi nochmal Ferienhütten, die ihr mieten könnt. Und eben diese, wie man jetzt gerade aus hier sieht, diese Kapelle. War zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, leider verschlossen. Also ich bin nicht reingekommen. Vielleicht lag es auch an mir, ich weiß nicht. Aber man sieht jetzt hier im kleinen Rundweg nochmal diese Häuser, die für dieses Vitaldorf eben stehen. Und man kommt sich da vor wie in kleinen Almhütten. Also die sind wirklich toll angelegt. Und man kann hier jetzt bereits erkennen, dass der Ausblick nach hinten einfach gigantisch ist. Als wir da waren, war schönes Wetter. Es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Ab und zu bedeckt, aber wirklich ein schöner Zeitraum. Und man ist auch jetzt hier, wo wir jetzt genau sind bei der Kapelle, im Vergleich zur Rezeption 40 Meter höher. Also man merkt es auch, wenn man den Berg runterfährt, ist es relativ entspannt. Hoch, naja, muss man sich natürlich ein bisschen anstrengen, aber ich denke, man überlebt es auch. Also der Platz ist allein schon, weil er so terrassenförmig eben angeordnet ist, jeden Ausblick oder jede Anreise wert. Und bevor wir jetzt wieder nach unten fahren, möchte ich mit euch natürlich noch das Sanitärgebäude anschauen. In dem Fall gibt es auf dem Platz 2 eben Sanitärgebäude 1 und 2. Wir sind jetzt hier im Sanitärgebäude 1. Man muss aber dazu sagen, 1 und 2 sind identisch. Das sind zwei gleich gebaute Häuser, die sind innen. Die gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Also da gibt es jetzt keine Vor- und Nachteile, wenn man Platz oben oder unten ist. Die Gebäude sind einfach, ja, klasse. Hier auch am Eingang habt ihr gleich gesehen, rechts und links getrennt, eben Männer und Frauen. In die Richtungen. Zuvor geht es noch hier ins Familienbad und was man hier auch hat, ist ein Trockenraum. Ja, kann man auch sehr gut nutzen, um Handtücher einfach im Bereich, wenn man im Wellnessbereich war, irgendwie im Thermalbad oder im Saunabereich, da kann man eben hier seine Handtücher trocknen. Rechte Seite waren Duschen, jetzt zuvor gehen wir aber in den Abspülbereich. Den kann man von zwei Seiten betreten, einmal eben durch den Männerbereich hier, wie wir gerade sehen, oder von der Rückseite vom Gebäude.
Ihr könnt rechts eben noch Wäsche auswaschen in Becken, die da zur Verfügung gestellt sind, so Wäscheauswaschbecken, die haben so Rüffel drin, oder ihr benutzt eben hier die zur Verfügung gestellten Waschmaschinen, Trockner, die müsst ihr natürlich bezahlen. Der Unterschied im Sanitärgebäude 2, das sich unten am Platz befindet, gibt es zwei Waschmaschinen, zwei Trockner, hier gibt es eine Waschmaschine, einen Trockner. Rechts seht ihr jetzt hier auch die Spülbecken, haben viel Ablagefläche dabei. Ja, war eigentlich zu einem Zeitpunkt auch irgendwie nicht viel los. Jetzt sind wir im Bereich der Herrenduschen. Die haben auf der linken Seite, wie ihr jetzt hier seht, einen abgetrennten Bereich, wo ihr einfach ja, euch waschen könnt, Zähne putzen, was auch immer. Und gegenüber eben die Duschen. Die haben auch wieder einen Bereich abgemauert, wie ihr hier seht, damit ihr davor eure Klamotten aufhängen könnt. Habt dann einen Duschkopf, der ja, völlig ausreichend ist. Also ja, war top. Also vor allem auch sauber. Also es war jetzt kein Zeitpunkt, wo ich sagte, da wäre jetzt irgendwas schmuddelig, dreckig gewesen. Ganz im Gegenteil. War immer sehr, sehr sauber. Jetzt wieder raus aus dem Bereich der Duschen. Wollen wir uns nochmal die WCs kurz anschauen. Auch hier am Eingang auf der rechten Seite sehen wir gleich noch, sind zwei Waschbecken, zwei Handwaschbecken. Hier rechts jetzt vier Pissoirs und gegenüber eben die Toiletten. Auch die waren ständig sauber. Es war immer Toilettenpapier da. Man konnte jetzt da wirklich auch nicht meckern. Wie gesagt, hier die zwei Handwaschbecken. Ja, jetzt nochmal raus aus dem WC, jetzt wieder zurück Richtung Eingang. Seht ihr auf der rechten Seite den Spiegel und ja, hier der Fernseher ist vermutlich eine Infotafel, zu unserem Zeitpunkt war er aus. Vom Eingang auf der linken Seite habt ihr hier noch die Möglichkeit, ein Babybad zu benutzen. Also wenn ihr wirklich kleine Kinder oder beziehungsweise Säuglinge dabei habt, könnt ihr die hier auch eben waschen oder baden. So, das war's schon, raus aus dem Sanitärgebäude. Und weiter geht's am Platz. Und jetzt geht's wieder nach unten vom Platz eben wieder zurück Richtung Rezeption. Da wollen wir uns auch noch jetzt den einen oder anderen Platz anschauen. Hier jetzt zum Beispiel, man sieht diese Aussicht, ist gigantisch. Also gerade dieser Höhenunterschied und dieses terrassenähnlich angelegte macht den Platz wirklich ja, attraktiv. Was uns persönlich ein bisschen gefehlt hat, ist der Schatten. Also es sind relativ wenig Bäume auf dem Platz, beziehungsweise es sind halt natürlich alles noch kleine Bäume. Den Platz gibt es seit ungefähr 10 Jahren, also seit etwa 2012. Ja, fehlt natürlich noch. Also das wird alles noch wachsen. Was wir persönlich auch ziemlich charmant finden auf Plätzen immer, ist, wenn um die einzelnen Parzellen eine kleine Hecke zum Beispiel das rum wäre, was ein bisschen abtrennt oder einfach das Ganze vielleicht etwas gemütlich macht, hat uns jetzt hier ein bisschen gefehlt. Da dies aber eine rein persönliche Empfindung ist oder das für uns quasi einfach sich so darstellt, ist es auch was, was ich an dem Platz nicht irgendwie negativ kritisieren würde. Ganz im Gegenteil, es gibt mit Sicherheit Leute, die das einfach gut finden, denen das gefällt und für die ist der Platz halt dann ideal. Jetzt auch hier, da unten, schwarzes Auto und der Wohnwagen, das sind wir. Und da drüber ist noch ein Weg, eben, wo man nur einseitig stehen kann und im Vergleich zu hier auf der anderen Seite eben zweiseitig. Was halt wichtiger, wenn ihr mal mit Freunden da seid, wenn ihr nicht nebeneinander, sondern vielleicht gegenüberstehen wollt, etc. Und jetzt sind wir quasi schon wieder auf der unteren Seite des Platzes. Rechts geht es zur Schranke hinaus, rechts ist auch der Huckenhammerstodel. Links jetzt abgebogen sehen wir jetzt hier den Weg, den wir nach hinten fahren, der uns am Kids Camp vorbei hinten zu den Badeseen führt. Die sehen wir gleich noch. Geradeaus im Hintergrund die hohen Bäume. Direkt dahinter ist eine Wiese, nennt sich Nature Camp. Da kann man quasi mit Zelten oder freistehen, ohne Strom, ohne Wasseranschluss. Und jetzt sind wir quasi unterhalb des Kids Camp, also hinter dem Spielplatz. Rechts die Holzhütte ist eine Umkleidekabine, um sich umziehen zu können, um die Badeseen zu nutzen. Und hier im Vorfeld seht ihr eine Tischtennisplatte. Ja, aber auch relativ gut besucht, eigentlich immer was los. Direkt vor uns seht ihr jetzt den Badeweiher, der eine Tiefe hat von 3,50 m, also ist quasi der tiefste von den dreien. Hat hier auch den Steg dabei, von dem man auch wunderbar ins Wasser gehen kann. Die Ränder hier auf der Seite sind etwas glitschig, das sind künstlich angelegte Seen, die natürlich auch eine Folie drin haben. Man kann aber auch ganz entspannt über die Stege eben reingehen. Hier auf der linken Seite sieht man eben jetzt den See, den wir gerade gesehen haben mit 3,50 Meter Tiefe. Geradeaus ist der wohl naturbelassenste See überhaupt mit 2,50 Meter Tiefe. Und der rechte See, den wir jetzt gleich im Anschluss noch sehen werden,
Der ist quasi erst neu gemacht worden vor kurzem, also nochmal mit einem Bagger neu ausgehoben worden eben und neue Kies rein. Sieht man jetzt hier recht schön, dass der eben einfach noch ein bisschen zuwachsen muss, um ein bisschen mehr Naturteich-Flair zu bekommen. Der Betreiber von dem Campingplatz hat die drei Badeseen eben, wie schon erwähnt, selbst angelegt, ist aber nicht den Campinggästen vorenthalten. Also auch von außerhalb kann man hier zum Baden kommen, kosten 2,50 € Eintritt. Es ist aber ultra sauber, man hat die Möglichkeit, sich umzuziehen. Die Seen selber sind wirklich schön. Also zum Baden macht es wirklich Spaß dort. Jetzt fahren wir noch kurz in den hinteren Bereich, wo ich eben ganz am Anfang des Videos erwähnt habe, dieses Beachvolleyballfeld, das sie jetzt neu gebaut haben. Das kann man auch hinten über diese Wiese schon betreten. Davor wird alles noch gerade neu angesät, also soll natürlich noch Rasen oder Liegefläche hin. Direkt gerade vor uns sieht man jetzt nochmal die Seen liegen. Wie gesagt, rechts der See mit 1,30 m Tiefe, der neu angelegt ist. Hinten rechts dann 2,50 m und geradeaus der mit 3,50 m. Und was sie auch wirklich nett gemacht haben, ist hier geradeaus die Umkleidemöglichkeit. Also einfach eine nette Idee. Holzhäuschen da hinstellen, Türe zu, umziehen, fertig. Jetzt fahren wir wieder zurück. Nicht den Weg, den wir ursprünglich reingefahren sind, sondern davor jetzt links am Spielplatz vorbei. Kann man vielleicht noch das ein oder andere Spielgerät ohne Kinder erkennen. Wir sind abends über diesen Spielplatz gelaufen. Es bietet wirklich für Kinder alles Mögliche, von der Seilrutschbahn über Klettern, über Schaukeln, über Wippen. Auch die Geräte sind top in Schuss, da ist nichts defekt, da kann man sich nicht verletzen, also wirklich schön. Und hier jetzt quasi nochmal ein kleiner Schwenk über den Kids Camp Platz oder das Kids Camp, rechte Seite der Bolzplatz, also ein Riesenareal. Andere Platzbetreiber hätten es vielleicht noch mit Stellplätzen zugepflastert, aber das Vital Camp macht hier wirklich eine echt super klasse Ausnahme und hat da ein Riesenangebot für Kinder. Finden wir persönlich total klasse. Bevor es jetzt aber schon dem Videoende zugeht, möchte ich euch noch den am Anfang versprochenen Teil des Wellnessbereichs zeigen. Eben hier der Eingang neben der Rezeption von der Seite zum Thermalbad, zur Sauna oder zur Massage eben. Jetzt hier im Gang angekommen, wo wir gerade rein sind, auf der rechten Seite die Tür wäre der Durchgang zur Rezeption. Jetzt gehen wir rein in den Bereich des Wellness-Tempels. Hier jetzt links seht ihr einen Massagesessel, der, da müsst ihr glaube ich 2 € einschmeißen und massiert euch das Ding von oben bis unten einmal durch. Der Rezeption hier ist immer mit einem der Mädels besetzt, die euch dann einweist, wo ihr denn wirklich hin müsst. Auch ein Fahrstuhl ist im Gebäude mitfahren, dass man auch wirklich nach oben Bereich kommt, ohne dass man ja, die Treppen benutzen muss. Jetzt sind wir im Umkleidebereich der Herren angekommen, kurz bevor es ins Thermalbad geht. Man hat jetzt auch rechts die zwei Duschen gesehen, geradeaus ist der Mädelsbereich und hier sind wir jetzt im Thermalbad. Also das ist wirklich der Burner. Das ist einfach brutal warm da drin. Ich glaube, es hat 33 Grad oder so das Wasser. Der Raum selber hat irgendwas um die 40 Grad. Super klasse. Wieder raus aus dem Thermalbad gehen wir jetzt in den Bereich der Saunen. Saunen aus dem Grund, weil es wirklich mehrere gibt, also finnische Sauna, Dampfsauna, Bio-Sauna, hier der Ruheraum, also auch alles total schön gestaltet, diese Decken eben mit diesen Rundungen, die liegen selber, also wirklich klasse gemacht. Vom Ruheraum raus, rechts die WCs, kann man auch in diesen Gartenanteil gehen, den hat man vom Kids Camp auf der Rückseite schon sehen können. Kann man auch im Sommer hier draußen liegen. Und auch hier gibt es noch eine Außensauna, die man jetzt hier sieht. Das ist eine finnische Sauna, die quasi irgendwas mit um die 110 oder 115 Grad betrieben wird. Aber man sieht auch hier, das ist total schön gestaltet. Also das ist auch alles sehr hochwertig, nobel, schön. Macht total Spaß, da wirklich die Saunen zu benutzen. Wenn man gerne in die Sauna geht, so wie wir das tun, dann ist das wirklich eine Bereicherung, wenn man sowas auf dem Platz dabei hat. Ja, und last but not least wollen wir uns natürlich auch noch den Saunenbereich selbst anschauen. Man sieht jetzt hier selber, das ist total schön gestaltet. Runde Wände, kleine Mosaiksteine. Hier kann man die Rundung nach hinten zur Kaltdusche für die Saunen gehen. Man sieht jetzt hier eben das Tepitarium. Also es sind wirklich Saunen im Bereich zwischen 60 und 120 Grad vorhanden. Man sieht jetzt hier Liegen, die gewärmt sind, also so ja, Wärmeliegen. Hier auf der linken Seite kommen Eiswürfel raus. Geradeaus ist man jetzt wieder in der finnischen Sauna. Es ist halt einfach auch alles ultra gemütlich angelegt. Man macht da wirklich oder man hat da richtig Spaß, wenn man da drin sauniert.
Ja, und das war es auch schon wieder von uns mit der Platzvorstellung des Vitalcamp Bayerbach. Jetzt kommt noch ein kleines Drohnenvideo, dass ihr euch den Platz von oben anschauen könnt. Und ich hoffe, ihr habt vom Platz das gesehen, was ihr sehen wolltet. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!